Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Ich wünschte, der Tag hätte mehr Zeit. Ich glaube, jeder von uns hat diesen Satz schon mal gedacht und vermutlich auch nicht nur einmal. Jetzt, wo es so in Richtung Jahresende geht, glaube ich, dass viele von uns auch das Gefühl haben, boah, irgendwie die Luft ist raus. Vielleicht erinnere ich mich auch nochmal an die Jahresvorsätze, die ich mir gesetzt habe. Ich bin meine nämlich nochmal durchgegangen vor ein paar Tagen und bei dem einen oder anderen denkt man sich so, oh ja, stimmt, das wollte ich eigentlich dieses Jahr anders machen. Ich wollte vielleicht mit einem Projekt anfangen, wollte vielleicht irgendetwas umsetzen oder mehr Zeit für jemanden oder etwas haben. Und das Ganze hat bislang noch nicht so richtig stattgefunden. Deswegen dachte ich mir, gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, wo man ja auch nicht mit so übelst viel Energie ausgestattet ist, mache ich doch nochmal hier eine kleine Folge zu mehr Zeit. Die 7 Hacks, die ich heute mitgebracht habe, sind alle wirklich einfach und super simpel zum Umsetzen. Das ist mir immer total wichtig, dass man da einfach ganz schnell und einfach auch losstarten kann. Bevor wir starten mit den Hacks, vielleicht nochmal ein paar Ideen, was denn solche Projekte sind, wofür man eigentlich gerne mal so mehr Zeit haben könnte oder die man gerne mal aufschiebt. Vielleicht fällt dir dabei auch das ein oder andere ein, wo du sagst, ja, stimmt, genau das ist es eigentlich nochmal, was ich auch unbedingt mal machen möchte. Also klassischerweise ist das sowas wie endlich mal das Fotoalbum fertig machen, den Lebenslauf endlich mal auf den neuesten Stand bringen, mit einem Hobby starten oder vielleicht auch mit einem eigenen Projekt starten, vielleicht auch einfach mal den Kleiderschrank oder die Wohnung ausmisten. Ich glaube, wir alle kennen ganz, ganz viele Dinge, die wir einfach mal machen möchten. Und diese Folge soll gerne so ein kleiner Motivationspush für dich sein, das eine auch endlich mal anzugehen. Vielleicht ist es bei dir aber auch gar nichts, was du angehen möchtest. Vielleicht ist es auch einfach mal gar nichts zu tun, mehr Zeit für dich selbst zu haben. Das ist natürlich auch mega, mega gut und super wichtig. Und das machen wir, glaube ich, alle sowieso viel zu wenig. Am besten suchst du dir jetzt mal eine konkrete Sache aus, für die du jetzt eben mehr Zeit gewinnen möchtest. Es gibt ja wahrscheinlich einen Grund, warum du gesagt hast, ja, diese Folge hier, die höre ich mir jetzt auf jeden Fall mal an. Und vielleicht hast du jetzt schon direkt diese eine Sache im Kopf, für die du mehr Zeit gewinnen möchtest, oder du drückst einfach jetzt ganz kurz auf Pause und überlegst. Und das ist total wichtig, jetzt an dieser Stelle schon diese eine Sache dir ganz klar im Kopf zu machen, für was du das eigentlich machen möchtest, weil, ja, wer kennt es nicht? Ich kenne es natürlich auch. Manchmal hört man sich Dinge an oder liest sich Dinge durch und denkt mir, ja, gut, jetzt weiß ich, wie es eigentlich funktioniert, dann mache ich das irgendwann mal. Aber wenn es nicht so konkret verknüpft ist mit einem bestimmten Vorhaben, dann macht man das gerne auch mal nicht. Deshalb, genau, jetzt einfach auf Pause drücken oder wenn du es schon weißt, dann einfach weiterhören. Was ist die eine Sache, für die du eben jetzt mehr Zeit gewinnen möchtest? Hack Nummer 1, und der ist auch ziemlich straight, vielleicht hast du den auch schon auf Instagram gesehen, da habe ich es jetzt vor ein paar Tagen auch geteilt, der Satz für ein wirklich gutes Mindset: entweder ich finde Zeit oder ich finde eine Ausrede. Ich weiß, der ist manchmal so ein bisschen bold, ein bisschen krass, dieser Satz. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, ist das so. Entweder wir finden die Zeit für etwas, das uns wichtig ist, oder wir finden eine Ausrede. Natürlich, das muss man hier auch nochmal an dieser Stelle sagen, und das möchte ich gerne an dieser Stelle sagen, sind Extremzustände, die auch gerne mal von außen vorgegeben sind. Wie wenn man jetzt in eine Situation kommt, wo man auf einmal einen familiären Notfall hat oder jemanden intensiv pflegen muss oder was auch immer. Das sind natürlich nochmal externe Einflüsse, auf die man selbst auch nicht so wirklich Einfluss hat oder vielleicht auch bei einer schweren Krankheit. Damit ist es jetzt nicht unbedingt gemeint, aber ich glaube und ich hoffe, du verstehst, wie dieser Satz gemeint ist, dass wir, sag ich mal, im Anführungsstrichen Normalfall eigentlich uns selbst gerne mal sagen, dass wir keine Zeit haben. Und deswegen, entweder du findest Zeit oder du findest eine Ausrede, so als grundsätzliches Mindset, kannst du dir vielleicht auch mal aufschreiben und auf jeden Fall präsent haben. Der zweite Hack ist, weniger am Handy zu sein. Vielleicht hast du auch so eine App oder eine Möglichkeit, auf deinem Handy mal zu schauen, wie viel Zeit du am Tag wirklich auf dein Handy schaust. Und diese Screen Time, wenn man sich die anschaut, also die Zeit, in der man
auf dieses Mobiltelefon starrt, ist wirklich unfassbar. Das sind bestimmt einige Stunden. Das geht ganz, ganz schnell, dass das einige Stunden am Tag sind. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich probiere jetzt einfach nochmal 30 Minuten weniger an einem Tag, jeden Tag nur 30 Minuten weniger am Handy zu sein. Und wie gesagt, viele von uns sind mindestens 2, 3 oder noch mehr Stunden pro Tag am Handy. Wenn wir nur 30 Minuten weniger an einem Tag am Handy sind, macht das über ein Jahr gerechnet 22 ganze 8-Stunden-Tage, also 22 Arbeitstage aus oder 7,6 ganze Tage, also in 24 Stunden gerechnet sind es sogar 7,6 ganze Tage und das nur in einem Jahr. Ich finde das total krass und wenn wir mal überlegen, 22 8-Stunden-Tage, was man da alles machen kann, das ist ja Wahnsinn, das ist ja fast ein Monat arbeiten oder es ist sogar ein Monat arbeiten, ja, Wahnsinn. Hack Nummer 3, die 2-Minuten-Regel von David Allen. Wenn du noch etwas machen musst, das 2 Minuten oder kürzer dauert, bis es erledigt ist, dann mach es sofort. Kurz den Geschirrspüler einräumen oder etwas abspülen oder die Schuhe nochmal irgendwie ins Regal stellen. Keine Ahnung. Mach es sofort. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst denken wir immer mal wieder dran, so, oh ja, stimmt, ich muss das noch machen. Am Ende denken wir da irgendwie 5-mal dran und dieses dran denken kostet am Ende mehr Zeit aufsummiert, als wenn wir es sofort getan hätten. Plus natürlich auch nochmal die Energie, weil wir immer wieder drüber stolpern und sagen, ach stimmt, ich muss noch nach der Post schauen oder das Bild einrahmen oder was auch immer wir machen müssen. Und dabei verlieren wir am Ende dann eben auch Zeit und auch Energie. Und wo wir gerade bei Energie sind, fällt mir ein, wenn du noch nicht die Energieliste hast, dann kannst du dir die auch super gerne holen. Ich habe in einem PDF unterschiedliche Methoden zusammengetragen, die dir helfen, ganz viel Energie zu gewinnen, vor allem auch nach Feierabend, dass du da einfach mehr Zeit bzw. mehr Energie hast für dein Privatleben. Und da sind aber am Ende auch nochmal 2 Coaching-Arbeitsblätter dabei, dass du auch gut in die Umsetzung kommst und wirklich da auch nochmal mehr Energie gewinnst. Und wenn du diese Energieliste haben möchtest, kannst du entweder in den Shownotes gucken, da ist der Link drin, oder einfach unter kerstinfuhrmann.de/energie-liste. Genau, also die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und da habe ich schon ganz schönes Feedback zu bekommen an dieser Stelle. Auch lieben Dank dafür. Genau, Hack Nummer 4. Es gibt ja manchmal die Situation, dass wir super lange an einer Sache überlegen, die manchmal aber vielleicht auch total easy ist. Also jetzt keine große Sache im Sinne von, kaufe ich dieses Haus oder kaufe ich dieses Haus nicht, sondern eher sowas wie, welches Urlaubsziel von 2 soll ich wählen oder welche Farbe und Form sollen dieses Jahr eigentlich die Weihnachtskugeln haben, die ich neu kaufen möchte. Oder auch ganz klassisch, wenn wir im Restaurant sitzen, ewig lang auf diese Speisekarte zu gucken, sich zu überlegen, was soll ich denn eigentlich essen. Vielleicht aber auch so im beruflichen Bereich, wenn man jetzt zum Beispiel ganz lange überlegt, oh, was sind denn jetzt die Farben, die ich auf meiner Website haben möchte oder welches Logo soll ich nehmen. Hierfür hilft auch, sich einmal die Frage zu stellen, wird diese Entscheidung, die ich jetzt gerade treffen muss und möchte, wird sie in 5 Jahren eine Rolle spielen? Und sehr, sehr oft lautet die Antwort nein. In 5 Jahren ist es total egal, welches Urlaubsziel du gewählt hast, welche Form und Farbe die Weihnachtskugel hatte, was du genau gegessen hast oder wie das Logo dann am Ende aussah. Und deshalb ist das, finde ich, nochmal eine super gute Frage, um sich einfach wieder zu kalibrieren und zu merken, okay, ganz ehrlich, so viel Zeit und Energie muss ich hier gar nicht aufwenden. Ich nehme jetzt einfach irgendetwas. Und wenn dieses einfach irgendetwas manchmal auch nicht so gut funktioniert, weil wir so blockiert sind und es 2 Antwortmöglichkeiten gibt, dann kannst du natürlich auch einfach sagen, dass du dir eine Münze holst und eine Münze wirfst und dann einfach natürlich vorher überlegst, welche Antwort gehört zu welcher Seite der Münze und einfach die Münze wirfst und dann hast du es zumindest aus der Hand gegeben und sonst wirklich zu sagen, hey, ich gebe mir jetzt vielleicht 3 Sekunden und entscheide jetzt einfach, was ich esse oder wie auch immer. Hack Nummer 5. Für mich auch ein super guter Hack, der mir wirklich sehr, sehr viel Zeit gespart hat. Und zwar die Organisation der Mahlzeiten. Was man kocht, was man wann isst, wann man einkaufen geht und nicht irgendwie 4-mal die Woche da nochmal kurz beim Edeka um die Ecke zu laufen oder wo auch immer hin.
Vorkochen hilft auf jeden Fall, dass man nicht so viel Zeit verliert und nicht immer wieder sich neu in den Herd stellen muss. Was ich allerdings noch lieber mache als Vorkochen, ist tatsächlich einen Essensplan zu haben für die Woche, also Montag bis Freitag. Und entweder macht man das so, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt 5 Gerichte, vielleicht auch gucken, dass sie ausgewogen sind, dass auch schön Gemüse mit dabei ist und dass es auch gesund und lecker ist. Und dann einfach sagen, okay, Montag gibt es Gericht 1, Dienstag gibt es Gericht 2 und das von Montag bis Freitag durchzudefinieren und dann einfach nur quasi einmal die Woche einkaufen und abspielen, sag ich mal, einfach kochen und so weiter und vorbereiten, schnippeln und dann muss man nicht mehr so viel drüber nachdenken. Wenn dir 5 Gerichte die Woche so ein bisschen, also wenn das zu eintönig ist, jede Woche genau das gleiche zu essen an einem Tag, dann kannst du es auch so machen, so habe ich das jetzt gelöst, dass ich einfach für 10 Tage, also jeweils von Montag bis Freitag mir die Essen überlegt habe, weil wir samstags meistens sowieso irgendwo unterwegs sind und dann im Restaurant essen oder in einer anderen Stadt sind oder wie auch immer. Und dann hast du zumindest 10 Gerichte und ein bisschen mehr Abwechslung und das dann einfach durchziehen. Ich habe mir einfach so eine Tabelle ausgedruckt und die in den Kücheninnenschrank geklebt. Und dann kann ich immer gucken, was die 5 Gerichte der Wochen sind, kann einmal einkaufen und muss das dann einfach nur ausführen und nicht jeden Tag überlegen, was soll es heute geben und nochmal los um die Ecke in den Supermarkt und einkaufen. Das hilft auf jeden Fall viel, sich die Mahlzeiten gut zu organisieren. Hack Nummer 6. Das ist etwas, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich selbst noch dabei, das auszutesten. Und das ist nur noch 2 oder 3 Mal am Tag sämtliche Benachrichtigungen zu checken. WhatsApp, E-Mails, Instagram und so weiter. Zunächst mal ist es wichtig, das habe ich jetzt bei mir schon länger gemacht, wirklich alles auszuschalten. Also keine Töne zu hören, wenn irgendwie eine neue Nachricht reinkommt. Keine Vorschau zu haben, nicht diese kleinen Icons, die dann irgendwo blinken. Zum Beispiel, wenn man am Laptop arbeitet, dass unten dann so ein kleiner Briefumschlag ist, wenn eine neue E-Mail gekommen ist. Wirklich das alles zu eliminieren, alles auszuschalten. Und dann, und das ist für mich jetzt tatsächlich auch der knifflige Teil, da bin ich ganz ehrlich, und dann wirklich nur 2 oder 3 Mal am Tag schauen und sagen, zum Beispiel ist meine E-Mail-Zeit immer um 9, um 15 Uhr und dann nochmal um 17 Uhr. Oder wie auch immer du das für dich definieren möchtest. Und ja, ich weiß, es ist knifflig, aber es soll wirklich sehr, sehr effektiv sein. Deswegen werde ich das auf jeden Fall jetzt für mich umsetzen und vielleicht magst du das ja auch bei dir umsetzen. Der 7. Hack ist eigentlich ganz, eigentlich auch ganz simpel, einfach früher aufzustehen. Und wenn es gerade mal die 10 Minuten sind, die du dann für dich hast, ich mache es gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit so, dass ich mir morgens immer eine kleine Kerze anzünde und mir ein paar Minuten nehme, um in meinen Journal zu schreiben und mich so auf den Tag vorzubereiten. Und ja, das nenne ich so meinen Slow Start in den Tag. Und ich mag das einfach total gerne, so in Ruhe mit ein bisschen Kerzenlicht in den Tag zu starten, einmal aufzuwachen, mir kurz zu überlegen, was ich mir eigentlich für diesen Tag so vornehme, worauf ich mich freue, wofür ich aber auch dankbar bin. Und ja, so einfach schön leicht in den Tag zu starten. Ja, jetzt hast du auf jeden Fall 7 Hacks. Ich würde sagen, weil 7 ja auch relativ viel ist und es immer schwierig ist, alles auf einmal einfach so umzusetzen, such dir auf jeden Fall erstmal einen Hack von diesen 7 aus, der für dich vielleicht am einfachsten ist oder du sagst, oh ja, das kann ich auf jeden Fall gut umsetzen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Hack Nummer 1 war einfach nur so ein Mindset-Booster, entweder ich finde Zeit oder eine Ausrede. 2, weniger am Handy sein, wirklich 30 Minuten am Tag weniger online zu sein. Hack Nummer 3, die 2-Minuten-Regel, wenn du etwas machen musst, das 2 Minuten oder kürzer dauert, mach es wirklich umgehend. Hack Nummer 4, wenn du lange überlegst und lange brauchst, um dich für etwas zu entscheiden, nimm dir 3 Sekunden, entscheide sofort oder wirf vielleicht auch eine Münze. Hack Nummer 5, organisiere deine Mahlzeiten, koche vor oder schreib dir einen Essensplan für die Woche. Hack Nummer 6, nur noch 2 bis 3 Mal am Tag die E-Mails checken oder zumindest im ersten Schritt alle möglichen Notifications, Benachrichtigungen auszuschalten. Und Hack Nummer 7, ein bisschen früher aufstehen und sich direkt der Sache widmen, für die du gerne mehr Zeit haben möchtest.
7 Hacks, einen kannst du dir aussuchen, mit dem du sofort starten möchtest. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich erstmal den ersten Schritt gehen. Jetzt hast du ein Ziel, das du dir vorher ganz am Anfang ausgesucht hast, dein persönliches Ziel, wofür du mehr Zeit haben möchtest, und ein Hack, quasi dein Tool, deine Methode, die dir hilft, für dieses Ziel, das du dir ausgesucht hast, jetzt auch mehr Zeit zu haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen und natürlich kannst du nochmal nach und nach dann noch mehr Hacks dazu nehmen. Ganz wichtig, erstmal mit einem zu starten und wenn das ganz gut läuft, dann vielleicht noch einen zweiten mit dazu nehmen. Und so hast du sehr, sehr schnell, da bin ich mir absolut sicher, mindestens 1,5 Stunden mehr Zeit am Tag. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung über Apple Podcast. Ich glaube, auf den anderen Plattformen geht es nicht. Falls es doch geht, freue ich mich natürlich auch sehr. Da weiß ich gar nicht so Bescheid, weil es inzwischen ja so viele Podcast-Plattformen gibt. Genau, ich freue mich auf jeden Fall über eine positive Rezension. Und nochmal zur Erinnerung, vielleicht hattest du vorhin schon so den Impuls, ja stimmt, das wollte ich auch nochmal holen. Die Energieliste kannst du dir auf jeden Fall auch nochmal sichern. Und genau, da kannst du einfach in den Shownotes mal gucken, da ist der Link, dann kannst du sie dir auch runterladen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit deinem Ziel, mit deinem Hack. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Alles Gute für dich, deine Kerstin.